Wer im Rampenlicht steht, muss oftmals auch etwas Gegenwind ertragen. Daniela Büchner ist als TV-Gesicht in diversen Shows zu sehen und hat sich auch mit ihrer Tätigkeit als Influencerin ein Leben in der Öffentlichkeit ausgesucht. Besonders in der Anonymität des Internets bekommt die Mallorca-Auswanderin immer wieder viel Hass zu spüren. In einem Instagram-Video meldet sich die fünffache Mama nun mit ihren Vorsätzen für das neue Jahr zu Wort und bekräftigt, dass sie sich, komme was wolle, nicht von ihrem Weg abbringen lässt. Versuche einfach weiterhin viele Dinge positiv zu sehen, um mich nicht unterkriegen zu lassen, weil da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Kennt ihr das? Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mit ihrem starken Charakter und ihrer Authentizität polarisiert sie, ob positiv oder negativ. Am 22. Februar 2023 wird die ehemalige Promi-Big Brother-Teilnehmerin 45 Jahre alt. Ein Alter, in dem sie genau weiß, was sie will und was nicht. Ich werde 45. Man hat einfach irgendwann auf irgendwelche Sachen keinen Bock mehr. Und als Beispiel, ich habe Diego heute Morgen zum Fußball gebracht. Gestern und heute habe ich Leute gesehen, die vor ein paar Monaten wirklich Job, 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 Job immer geredet haben. Und wenn sie mich sehen, Kopf runter. Ich denke mir so, aber warum? Du redest darüber nicht, du kannst auch zu mir kommen. Wie auch immer, so sind die Menschen. Für 2023 mache ich das genauso wie dieses Jahr. Wer wirklich, wo ich merke, da stimmt was nicht, der wird aus meinem Leben gestrichen. Das habe ich dieses Jahr gut gemacht und es hat mir sehr gut getan. Und das werde ich weiterhin machen, denn ich habe nur das eine Leben.